Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Die Erfahrung zeigt, dass eines der stärksten Mittel, um standhaft in der Religion zu bleiben, die Dawa ist. Die Dawa, gerade unter Jugendlichen. Wir haben öfter darüber gesprochen und unsere Sorgen kundgetan, dass es so viele Jugendliche gibt, die weit weg sind von der Religion. In dem Moment, wo jemand anfängt, Dawa zu machen, ist es so, dass er eine Verantwortung spürt. Dass er ein Glücksgefühl hat, etwas für diese Religion tun zu können. Dass auf einmal ist Action dabei, ist eine Perspektive dabei. Es ist etwas, ein Sinn dabei. Ich habe eine große Aufgabe, ich gehöre zu einer großen Gemeinschaft und wir wollen etwas Großes schaffen, was bisher keiner geschafft hat. Wir wollen den Islam auf die Straße bringen. Wir wollen die Menschen überzeugen. Warum? Weil wir das Beste für jeden Menschen lieben. Die Erfahrung zeigt, dass gerade diejenigen, die sich mit der Dawa beschäftigen, Dawa machen, anfangen zu lernen. Weil sie Verantwortung vor sich, weil sie sich vor einem großen Berg Verantwortung sehen, weil sie eine Aufgabe spüren, weil sie auf einmal mit Argumenten konfrontiert werden. Sie fangen an zu lernen. Leider ist es aber so, dass es viele gibt, die ein falsches Verständnis haben von Dawa und deswegen der Jugend abraten, Dawa zu machen. Deswegen haben wir es so oft gesehen, dass Leute standhaft waren in der Religion und in dem Moment, wo sie aufgehört haben, Dawa zu machen, sind sie immer weiter abgefallen. Ein Mensch, gerade ein junger Mensch, braucht eine Aufgabe. Der braucht das Gefühl, zu etwas Großem zu gehören. Der braucht eine Begeisterung für diese Religion. Und wenn das alles nur ist, ach ja, du musst nicht halal, nicht haram machen, blablabla. Wenn das so vermittelt wird, auf diese Art und Weise, natürlich ist halal und haram wichtig, ganz klar, aber wenn das so vermittelt wird, spürt er keine Begeisterung. Dann fällt er in diesen Trott, ja, ach ja, wenn ich 80 bin, oder 180, dann mache ich irgendwann mal Hatsch und dann sind alle Sünden vergeben. Man muss Spaß haben an der Religion. Man muss eine Aufgabe sehen. Eure Aufgabe muss sein, jeden Muslim zurück zum Islam zu rufen. All diese Jugendlichen, die Drogen nehmen, die kriminell sind, zurückzurufen. Und wir haben die Möglichkeit. Und ich möchte aber hier erstmal eine Sache aus dem Weg schaffen, ein Fehlverständnis. Es wird immer wieder vermittelt, Dawa ist nur etwas für Gelehrte. Wer so etwas sagt, hat keine Ahnung von der Dawa. Der Prophet alaihi salatu wasalam sagt, und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie Leute mit so einem Schwachsinn hier in Deutschland auftreten können. Natürlich, wenn wir von Dawa, von Jugendlichen oder von normalen Muslimen, sage ich mal in Anführungsstrichen, reden, die nicht viel Wissen haben von der Religion, dann meinen wir nicht damit, dass sie sich in die Moschee setzen sollen und aus dem Tafsir Tabari vorlesen sollen. Da meinen wir nicht damit, dass sie in Foren reingehen sollen und mit Alul-Bidda-Spezialisten oder mit Missionaren diskutieren sollen. Wir reden davon, dass sie das wenige Wissen, was sie haben, weitergeben sollen. Sheikh Uthaymin, rahimullah, wurde gefragt, wie macht jemand Dawa, der wenig Wissen hat? Dann sagte er, macht mit dem Dawa, also mit dem Wissen Dawa, was bei ihm ist. Denn der Prophet hat es nicht zur Bedingung gemacht, viel Wissen von der Religion zu haben, um Dawa zu machen. Er sagte, Belliru anni walau aya, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein einziger Vers ist. Und dann wurde Sheikh Uthaymin rahimullah, einer der größten Gelehrten des letzten Jahrhunderts, gefragt, wie macht jemand Dawa, der kein Wissen hat? Da sagte er, er kann Broschüren, Kassetten, damals noch Kassetten, verteilen. Aber er soll sich vorher mit jemandem, der Wissen hat, unterhalten, beziehungsweise über diese Kassetten, über den Inhalt sprechen, ob der auch korrekt ist. Und deswegen ist es so wichtig, Brüder, so viele Leute haben gedacht, ja, haben beim Lies-Projekt zum Beispiel mitgemacht. Ja? Das Lies-Projekt war nicht mein Projekt. Ja, und dann wurde ihnen andauernd erzählt, das gesegneteste Projekt. Und sie haben das Verständnis gehabt, wenn das Projekt vorbei ist, ist alles vorbei. Leute, der Prophet alaihi salatu wassalam ist damals gestorben. Was haben die Sahaba gemacht?
Die Sahaba haben weitergemacht. Wie ist es dann erst mit einem Projekt? Es geht weiter. Nicht mal ein Projekt. Ich habe selber gehört, wie Leute gesagt haben, ach ja, wenn wir was Neues anfangen, wird es sowieso wieder verboten. Das ist eine Loser-Mentalität. Das ist eine Mentalität von schwachen Menschen. Wir haben Allah auf unserer Seite. Ist unsere Pflicht, den Gläubigen zu Sieg zu verhelfen. Nicht zum Sieg im Sinne, dass wir andere besiegen wollen. Wir wollen den Scheitan besiegen. Aber wir müssen etwas tun. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Es müsst ihr bereit sein. Und nicht, ach ja, wird sowieso nichts haben. Alle mal heulen. Was ist für eine Einstellung? Wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen. Und ihr müsst bereit sein. Momentan ist es für mich so, dass ich viele Schwierigkeiten habe. Alleine heute war ich 5 Stunden beschäftigt, nur mit den Kindern. Ja? Es ist nicht alles so einfach, auf eigene Faust. Aber haltet euch bereit. Wir müssen weitermachen. Wir müssen die Methoden finden und wartet nicht auf Leute, die seit 40 Jahren nichts gebacken bekommen. Wartet nicht darauf. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Dieses deutsche Sprichwort. Wir müssen anfangen. Haltet euch bereit. Seid ehrgeizig für die Religion. Und inshallah werden wir bald wieder neue Projekte ins Leben rufen. Macht Dua. Bittet Allah darum. Und seid da, wenn wir euch brauchen. Seid da, denn es geht weiter. Das Imperium schlägt zurück, inshallah.